Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bus Simulator 18. Heute kümmern wir uns um die Sightseeing-Landroute und müssen dementsprechend den zentralen Omnibusbahnhof, Hauptbahnhof, Südspeiche, Peace Corps, Grange, Steinerkirche und die Bootsbauergasse anschließen. In unter 32 Minuten soll das fahrbar sein. Fangen einfach mal an beim Zopffahren über die Peace Corps, Grange zur Steinerkirche, zur Bootsbauergasse, zur Südspeiche, zum Hauptbahnhof und das war's. Es hat... Hallo, hier spricht Max Klein. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin der Vorstand des Tourismusverbandes. Es hat funktioniert. Den Klein, den kennen wir ja. Wir sind knapp unter 32 Minuten. Ich glaube, besser geht's auch gar nicht. Dann bearbeiten wir nochmal die Route in S2 und dann, also ist keine S-Bahn, aber wir werden es einfach mal S wegen Sightseeing. Und dann nehmen wir die Sightseeing Land. Speichern das Ganze. Warum auch? Okay, wegen Land. Wegen, ja. Ergibt Sinn, das ergibt Sinn. Ich muss mal einprägen, es ergibt Sinn. So, dann gehen wir nochmal zum Shop holen und wie gesagt den MN Line City A37. Da wir noch nicht gefahren sind, wir lackieren den auch wieder wie vorher. Eine Mischung aus Grün und Gold, mehr oder weniger. Und dann fahren wir die Route ebenfalls wieder im Loop. Dann haben wir dieses und das abgehakt. Dann können wir vielleicht noch einen weiteren Bus kaufen nach dieser Route, nachdem wir so gefahren sind. Und einen weiteren Assfahrer auf die erste Strecke packen. Ich hoffe mal, ich habe das Spiel wie gesagt neu gestartet. Ich hoffe mal, dass das funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, dass wir dann gleich Sound haben im Lion City. Wir können hier sehen, es ist ein Diesel, kein Elektro. Elektro gibt es auch offiziell erst ab Bus Simulator 21. Von daher hoffen wir mal, dass es funktioniert. Gut, dass das jetzt wieder so ein bisschen rumleckt jetzt beim Mixer und bei dem Aufnahme-Dingsbums, das ist mir eigentlich relativ schnurzpiep egal. Was sind das denn für vier Nachrichten bei Steam gerade? Also ich finde, muss entsperren. Machen wir den jetzt auf? Ah, direkt daneben, deswegen. Also der sieht schon schnieker aus, finde ich. Hat schon was. So das farbliche Design, also ja. Ich bin mir überlegen, ob ich das vielleicht so in Richtung Midnight Purple ändere. Jetzt ein bisschen Gedanke. Alles wunderbar. Parkbremse lösen. Gefühl könnten wir noch ein bisschen weiter hinsetzen oder anders positionsmäßig, aber gut. Diplomat rein. Wir haben noch Sound. Zum Glück war es nur eine Ausnahme mit dem Elektrobus, sagen wir es mal so. Also im Gegensatz zum... Wir sitzen quasi ja mit dem Arsch auf der Straße, so dicht wie wir hier am Boden sind, im Gegensatz zum Setra Erlebnis, Setra S416 Erlebnis. Alte Buch 3. Nächster
Bahnhof. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, ich denke mal, vielleicht noch mit einem Purple könnte noch nicer Danke. Aussehen. Wobei, das sind halt nur zwei Farben, ne? Das ist, Hier, bitte. Von innen, ne? Wir haben uns noch nicht mehr von innen gesehen, fällt mir gerade auf. Halt schon... Ja. Was? Ach so. Klar. Ne? Also, schon nice. Ja, ich glaube, da ist halt... Ja, vielleicht könnte es aufgrund der Art, wie das Ganze dargestellt wird. Also, wenn das halt nur so am Rand ist, aber ist ja komplett, ne? Ist ja so ein kompletter Perleffekt, sag ich jetzt mal, mit dem simpler Sekundärfarbe. Aber wenn es halt nur so ein Perleffekt wäre, könnte Purple dann schon nice aussehen, aber... Naja, mal schauen. Können wir noch mal ein bisschen an den Farben basteln. Nächster Halt, Pieskogel Grey. Schauen wir schon direkt wieder zu Pieskogel. Wir haben 4 Minuten Zeit dafür. Ist die Abteilbeleuchtung aus? Oh. Entschuldigung. Gibt's keine Abteilbeleuchtung? Doch, oder? Doch, mein Fehler. Vergessen. Und weiter geht's. Wäre sogar vorgelassen. Sind das ein Bus von uns? Boah, sah es nur so aus. Noch ein Tag. Sah nur so aus. Gar nicht mal so schlimm, als wir jetzt hier halten müssen, weil wir müssen ja bei PS4 hey, Grange eh halten und da lange nicht gesehen. Oh, müssen wir dann ja ansonsten eh wieder so Ewigkeiten halten und halten den Verkehr auf. Letztes Mal war... ja, genau. Damals, das war als... ja. Echt schön, dich zu sehen. Ich wünsch dir was. Und dann verlassen wir jetzt auch wieder Seaside Valley. Schön, dass das Ganze auch bei Tag, Alter. Schön, dass das Ganze auch jetzt bei Tag zu sehen. Ja, dass wir jetzt auch eine Sightseeing-Linie bei Tag fahren, das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja, dieses ganze Elektrobus-Gefahren, das hat mich jetzt gerade echt ein bisschen... rausgebracht, habe ich das Gefühl. Wunderbar. Das war ja auch so beim Auto, wie gesagt, das, was ich so mit dem Augenwinkel sehe, Streamlabs, OBS, wird das Main auch sein für Aufnahmen mit vom Bus-Simulator 18. Und halt alles, was halt leckt. Eins, zwei, drei, vier. Wollte ich nicht. Was? Ach so, hier. Hier bitte. Was? Ach so. Was? Ach so. Hier. Danke für die Tickets. Dann warten wir mal, bis wir weiterfahren zu Steineckkirche. Dann wollen wir mal weiter. Haben wir den Verkehr hinter uns lang genug aufgehalten? Nächster Halt, Steineckkirche. Also die Flugauslastung ist gerade allgemein bei 48%. Kommst du Party mal sehen, oder? Na klar. Ich weiß nicht mehr, wie es vorher war.
Aber bevor es auch, wie es vorher gewesen wäre. Und die Frames, die waren auch teilweise richtig viel am Schwanken. Wie sie jetzt allgemein sind, kann ich nicht sagen, weil das... weil die Informationsanzeige halt ein bisschen leckt, aber die scheinen solide bei immer den 48 FPS zu sein, die ich nutze. Für die Aufnahmen. Also, wenn man es mal so betrachtet, eigentlich perfekt. Eigentlich perfekt. Vielleicht muss ich dann, wechsle ich dann auch mal zu Streamlabs OBS. Also ich habe es eigentlich eine Zeit lang halt hauptsächlich nur noch genutzt, nutzen wollen höchstens für Streaming, weil das halt zu dem Zeitpunkt mit, ich glaube, es gab eine Zeit lang, wenn ich mich richtig entsinne, nicht diesen Advanced-Modus, sondern nur den Simple Basic-Modus. Nächster Halt, Steineck. Und es gab halt gar nicht das Feature, dass man halt mit Streamlabs OBS auch aufnehmen konnte. Na gut, scheint ja zu funktionieren. Problem. Hallo. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. 3 Stück. Sind die für die Leute, die gerade eingestiegen sind? Was? Ach so, hier. Hier, bitte. Na klar, hier, bitte. Ne, die haben schon ein Ticket. Einzelstandard drucken. Würde jemand noch mal ein bisschen mehr fahren im Bus? Ne, kann ich auch absolut nachvollziehen. Bitteschön. Mensch, da kommen wir schon direkt weiter. Kommt da was? Da kommt jemand, da will jemand rüber. Wunderbar, ah, dann können wir ja weiter. Kurz nochmal abbremsen, bevor wir jetzt doch noch zu früh fahren. Nächster Halt. Okay, das waren 2 Sekunden knapp. Drüber Bootshauergasse, 5 Minuten haben wir dafür Zeit. Um dorthin zu fahren. Ah, schon schön. Schöne Landschaft, auch nicer Bus, finde ich. Gut, den MAN vom Fahrverhalten kann man es von den MAN Line City CNG, aber fährt sich gut, ist nice. Wundert mich zwar, dass wir zuvor noch gar nicht den MAN Line City A37 uns gekauft haben, aber offenbar habe ich den dann einfach irgendwann mal nicht gekauft, vergessen, wie auch immer, weiß ich gar nicht, ob es vergessen war oder gezielt war in dem Moment. Who knows? Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Sollen wir mal kurz ein bisschen weiter ausholen? Oh, das bimmeln wir gleich vielleicht wieder. Ne, gut, diesmal nicht. Also ohne den Sound war es beim letzten Mal ja echt richtig scary ein bisschen. Ist ja auch echt mit 70 durch, ne? Hoppala. Ich
dachte, wir werden eigentlich vom Tempomat auch runtergebremst. Dachte ich eigentlich, dass es so gewesen wäre, aber scheinbar hatten wir entweder nicht in jedem Bus oder wir hatten einfach so viel Momentum drauf, dass dass wir einfach weiter gerollt sind. Hat sich aber interessanterweise keiner beschwert. Normalerweise beschweren sich doch die Fahrgäste, wenn man so schnell fährt. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Und wir sind schon wieder so unfassbar früh bei der Bootsbauergasse. Haben wir es eilig? Ich überlege. Erst haben sie sich beschwert. Man wollte es eigentlich nur noch mal kurz testen, ob es nicht funktioniert, aber scheinbar nicht. Das Team hat sich wieder eingefroren, geil. Nächster Halt, Bootsbauergasse. Auch eine nice Suppe. Fast ein bisschen was vom Klaus, von der Klaus-Suppe. Hallo. Hallo. Ja, das ist neu, ja, schön. Eine Fahrkarte bitte. Der riecht auch noch neu. Also alle Herren müssen wir gleich nochmal überprüfen. Danke. Sehr schön. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Bis auf den Herrn. Danke. Oder? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist der Foto meiner Frau. Ausgezeichnet. Dann schließen wir die Türen und machen uns auf den Weg zur Autobahn, um dann zur Südspeicher zu fahren. Danach kommt nur noch der Hauptbahnhof und dann sind wir auf dem Endhalt dem Zott, den Ted OB. Gott, oh Gott, was? Laufen denn so knapp an der Bordsteinkante? Das ist doch endgefährlich. Oh, eine Baustelle, nice. Bei der Ausfahrt, bei der Abfahrt. Hatten wir das schon mal gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Aber, naja, und da so in 71 weiteren Videos zuvor, mehr oder weniger. Gut, ein paar von den ersten Videos waren natürlich hauptsächlich eher bei im Business Park. Ohne Autobahn, aber prinzipiell, ich glaube, wir haben es noch nicht gesehen gehabt. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Wunderbar, dann fahren wir direkt mit auf die Autobahn. Toll, dass wir gelassen werden. Schneller als 85 können wir eh nicht fahren. Finde ich auch fast ein bisschen unrealistisch. 100, also für ein Tempomat 105 würde ich verstehen, aber das halt ein europäisches Setting ist, aber gut. Oder ein deutsches, es ist ja quasi ein deutsches Setting mehr oder weniger. Das ist ein deutschsprachiges Setting. Paris, I remember. Jetzt Richtung Astra Park. Und hier staut sich's wieder. Wir haben Tag.
Aber das ist gar kein Problem, denn wir haben ja Zeit mitgebracht. Ein kleines Stückchen weiter. Also ein sehr großes Stückchen weiter. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Ja, ich bin auch mal auf dem letzten LKW oder auch nicht. Schon sind wir jetzt im Astra Park. Ich finde es auch, ja, wobei, ja, eigentlich auch nicht verkehrt, dass man hier beim Astra Park angefangen hat und nicht bei der Innenstadt direkt. Ich gehe nie mehr zu Fuß, Busfahren macht echt total Spaß. Warum auch immer die Bootsbauergasse auf der Sightseeing-Route ist. Ich verstehe nicht, warum. Was ist am Industriegebiet so spannend? Gott, da steht vielleicht noch zum Hafen dazu, die Bootsbauergasse. Aber wer weiß, vielleicht ist bei der Bootsbauergasse ja auch ein Schiffsmuseum oder sowas. Das ist natürlich auch wieder Sightseeing. Niemand will raus, niemand will rein. Wunderbar, dann kommen wir gleich weiter. Schließen wir die Türen und gehen direkt weiter, fahren direkt weiter zurück zum Hauptbahnhof. Nächster Halt, Hauptbahnhof. 9 Minuten 51 haben wir Zeit dafür. Auch wieder jede Menge Zeit. Aber der Bus kann es nicht sein, der ist neu. Hauptbahnhof möchte jemand raus. Nach dem Hauptbahnhof sind wir aber auch schon fast am Ziel wieder angekommen. Dem zentralen Omnibusbahnhof. Genau, links ab, rechts abbiegen. Freie Bahn, fast zu früh rechts eingezogen wieder. Hier muss ich raus. Also hier raus bezweifle ich. Wir fahren erstmal zum Hauptbahnhof zurück. Nehmen wir das ein oder andere Skulptürchen mit. Nachdem wir ein bisschen Landstraße fahren, um in die Stadt, in die Innenstadt reinzukommen. Wir wollen ja nicht rasen. Oh, Schlagloch.
Jetzt werden wir, glaube ich, höchstens keine Punkte fürs Blinken bekommen, ne? Mindestpunkte gab es bisher noch nicht. Versuchen wir mal, das beizubehalten. Zeitlich gesehen wird das ja alles gar kein Problem sein. Ach, das hat er gemeint. Bleiben mal direkt links, denn wir müssen aber links abbiegen. Und Thanos haben wir ja die Strecke mit der Gürtelroute. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Wie gesagt, der Hauptbahnhof, der ist noch überlastet. Das ist aber im Endeffekt gar kein Problem. Wir werden die Routen ja, wie bereits angekündigt, wo alle anderen Routen, abgesehen von den Sightseeing-Routen, werden wir nochmal komplett überarbeiten, wo halt der Hauptbahnhof mit drin ist. Damit die nicht mehr überlastet sind. Ach ja, wunderbar. Was ich auch witzig finde, dass die Haltestelle vom Hauptbahnhof gar nicht direkt beim Hauptbahnhof ist, sondern halt einen Block weiter. Der Hauptbahnhof, den haben wir jetzt ja quasi jetzt direkt auf unserer Linken. Da haben wir ihn. Oh je. Urway quasi. Das ist der Hauptbahnhof. 5 Minuten zu früh und wir müssen dann auch zum Zopf. Das ist ja. Holla die Waldfee, das ist. Oh. Zeitprobleme haben wir hier nicht. Grunewald heißt es, um genau zu sein. Keine Punkte fürs Blinken bekommen, man kennt's. Natürlich keine Punkte fürs Absenken bekommen, das sind alles wichtige Punkte, die uns fehlen. Ah, wir sind nah dran, wir sind nah dran. Tag, Standard, Drucken, ich hab keinen Plan, ob jemand eingeschrieben ist oder nicht, wir müssen einfach gleich mal durchgehen. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Tag, Student, 2 Stück. Danke. Sehr schön. Augenblick. Da, hier bitte. Den Müll nehmen wir später mit. Dann warten wir mal 3,5 Minuten. Also ich weiß nicht, das auch noch warten zu müssen, ist schon wieder belastend. Den wollen wir mal weiter. Zurück zum Zopf. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Und dann können wir auch die Sightseeing Route 2 in die Sightseeing Land. Hast du Lust ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Haben wir ja auch jede Menge Zeit für, um dahin zu kommen. Also passt das schon. Schön am Rathaus vorbei. Wir müssen uns auch schon langsam wieder links halten.
die letzte Folge? Nein, nicht Spoiler. Ich wollte auch gar nicht aussteigen. Ich wollte nach links gucken eigentlich, aber gut. Hab eben mich wohl verrückt. Gleich links abbiegen und sind da schon beim Zopp und können dann auch diese Route, diese Linie besser gesagt, im Loop dann abschließen. Ja, der ist doch schon lange offen. Also manchmal, ne, manchmal sind die Sprüche auch sowas von unpassend. Er ist doch schon 77 Wochen offen oder so. Ja, schon 2 Jahre bald. So, ja gut, streng genommen. Ich bin eingeschlafen. Ja, ist mal so betrachtet. 1,5 bald. Nächster Halt, Zentrale. So ein Vierteljahr, aber. Endstation. Bitte alle aussteigen. Schon etwas länger. Tschüss. Dann fahren wir mal zurück zur Garage und nehmen den Müll mit und beenden die Fahrt. Sollten wir gleich 2 Sachen schon abgeschlossen haben von dem aktuellen, von der aktuellen Mission. Also 2 Ziele von der aktuellen Mission. Muss man etwas klarer zu formulieren. Mode aus, steigen wir aus, nehmen den Müll mit, das müsste der einzige Müll gewesen sein. Wie es halt so immer ist, einmal Müll, mehr nicht. Ich meine noch weniger. High Five! Bam! Achievement unlocked, das war die perfekte Route. Geil! Sehr, sehr geil. Die perfekte Route war die Sightseeing-Route. Sehr schön. Wir haben knapp 1,2 Millionen XP. Geil. Allein dafür, dass wir jetzt wieder das Achievement haben. Das High Five Achievement. Dafür hat sich schon gelohnt. Erreiche 4 Sterne Bewertung auf beiden Strecken haben wir geschafft. Hä, die sind wir doch im Loop gefahren. Was soll denn das? Das war doch gerade eben auch fertig. Hä? Warum backt denn das jetzt so rum? Hä? Das haben wir doch abgeschlossen. Was soll denn der Käse? Sollen wir jetzt in Sightseeing Stadt nochmal im Loop fahren? Wie viele Angestellten haben wir denn? Die Asse sind ein einziger. Kaufen wir uns nochmal einen weiteren Bus. Bus bearbeiten, wieder in derselben Lackierung. Warum? Bei der Garage kann man nicht das gedrückt halten, das ist auch wieder Blödsinn. Okay. Ich will den bearbeiten, gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen mit so einem. Hier müsste man dann. Das sieht halt nicht aus, ne? Wenn man jetzt hier in so. Okay, das müsste.
Hallo? Oh, geht schon. Geht schon, geht schon. Aber gut. Schrankplaner, dann gehen wir wieder auf Sightseeing Stadt. Weisen den neuen Bus darauf und den neuen Angestellten, die noch nicht uns besorgt haben. Wurde ich getrickst vom Game. Die Pferdemühlengasse ist auch gesättigt. Dann müssen wir die auch... Ah, wir müssen so viel rausnehmen. Das ist doch... Und wir müssen die auch noch leveln eigentlich auf Level. Wobei ist eigentlich egal, ne? Das mit dem Leveln ist eigentlich egal, würde ich behaupten. Ist halt nur wichtig für das erste quasi. Wie sieht es mit den Angestellten aus? Haben wir nur Asse insgesamt? Ja, wir haben insgesamt nur noch Asse. Wir haben nur Asse als Fahrer, als Angestellte. Ja, dann kümmern wir uns beim nächsten Mal um, keine Ahnung, wahrscheinlich nochmal um beide, weil das wahrscheinlich weiterhin rumbackt. Vielleicht müssen wir es auch einfach am Stück beide fahren. Ich habe keinen Plan. Aber wir werden auf jeden Fall dann beim nächsten Mal die nächste Linie, also irgendeine von den ersten Linien nehmen, die halt am Zopf halten, damit es halt am Hauptbahnhof halten, damit das nicht mal übersättigt ist. Ja, in dem Sinne, ich bedanke mich nochmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ich dann im nächsten Bus Simulator 18 Video wieder.